Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Ich bin jetzt kurz im Strassenverkehrsamt und habe noch ein bisschen geübt zum Fahren. Es kann sein, dass ich im einen Video sage, ich bin super gut, im anderen sage ich, ich bin super schlecht. Muss nicht unbedingt an meinem Skill liegen. Es kann natürlich auch gut sein, dass ich die Videos vertauscht habe. Einmal hatte ich ein Video auf, wo vom Anfang des Monats und dann ist dabei ist Ende Monat und dann könnte es sein, dass ich das Ganze vertausche. Aber ich bin jetzt so eigentlich gut gefahren. Das Einzige war, bei der Spurgas bin ich wirklich so am Fahren, so mega extrem am Zittern und der Töff wird hure laut immer die ganze Zeit. Was vielleicht am Anfang nicht so war, aber mir ist es eigentlich scheißegal. Also das Laut, wie laut der Motor ist, das ist mir scheißegal. Das mit dem Umzittern, Umschwanken, das kann man natürlich noch besser machen. Ich fahre jetzt einmal noch jeden Parkour mit euch. Und dann gehen wir ein bisschen draussen fahren und über das Thema, wo schon in meinem Videotitel gestanden ist, über das Thema Bussen reden und über das Thema bestraft und so und über das Thema Geschwindigkeit. Jetzt macht ihr wahrscheinlich Spurgas noch und dann mache ich es. Es sind immer zu viele Leute da am Gang, wo ich noch gehen kann, oder? Jetzt sind zu viele Leute sind mittlerweile. Wohl viele sind auch da am Maus da. Also ich habe mir schon gesagt, wenn ich die Prüfung bestanden habe, dann bin ich auf jeden Fall einer, der hier übt. Tipps gebe ich nicht unbedingt, aber zumindest da bei der Stoppuhr. So, jetzt rede ich nicht. Danke. 17,3 Sekunden hatte ich. Und das Mal habe ich wirklich auch nicht gewackelt. Also das Mal habe ich es wirklich gut gemacht. Genau, aber ich würde sagen, das ist eigentlich so ein bisschen etwas von dem Schwierigsten, was ich eigentlich machen muss. Und genau, jetzt mache ich noch eine andere Übung. Und dann gehen wir schon raus. So, ich nur noch mal will ein bisschen zeigen, wie es jetzt bei mir so läuft. Mit dem Strassenverkehrsamt, mit dem Üben. Und genau, jetzt gehen wir raus. Jetzt machen wir schnell, probiere ich mal schnell 0-100, aber das würde ich eh nicht schaffen. Ich schaffe es allerhöchstens bis auf 80. Und dann fahren wir. Ja, das Problem ist, ich weiss nicht, wo ich bremsen muss, dass ich nicht gerade ausfahre, oder? Das ist das Problem. Darum, wenn ich wüsste, du hast einen 2 Meter langen Bremsenweg und dann könnte ich es abmessen, eigentlich, wo ich bremsen muss. Dann würde ich es vielleicht auch schaffen. Ich habe es jetzt bis auf 88 geschafft, oder? Genau, also das Thema vom heutigen Video ist ein bisschen so Thema Bussen, Thema Geschwindigkeit. Und genau, es war so gewesen. Ich wollte nur eine kurze Real-Life-Story dazu erzählen. Ich bin das Anfingen gefahren und dann haben sie dort, jetzt gehen wir links, dann haben sie dort so eine Baustelle gehabt und dann musste ich unter der Body durchfahren als Umleitung. Und normalerweise wäre es 50, aber sie haben dort 30 gemacht gehabt mit Baustellentafeln, weil sich die Anwohner beschwert haben, dass es einfach laut ist, oder? Bin ich dann dort gelasert worden, ziemlich übel eigentlich. Hat mich etwa 350 Franken gekostet. Aber zum Glück kein Verfahren und nichts. Also bis jetzt ist nichts cool. Das ist schon mehrere Monate her. Ich hoffe mal, das wird auch nichts mehr kommen. Auf jeden Fall ist das gerade das Thema. Also ich finde, das ist eigentlich eine 50er-Zone. Aus dem Grund, dass ich auf dieser langen Strecke
von, ich weiß nicht, wie lang das die ist, 100, 150 Meter, oder ich kann es überhaupt nicht einschätzen, dass dort eigentlich gar nichts kann passieren kann. Kann eigentlich nichts passieren. Es hat kein Kind dort, es ist nicht irgendwie ein Wohngebiet. Weil dann würde ich das eben wirklich cool finden, wenn das eigentlich unterscheidet wird werden. Wer? Also unterscheidet wird immer gerade nach Situation. Ist das jetzt in einem Wohngebiet, wo es mega viel gibt, gar nicht, wo man grundsätzlich gar nicht unbedingt schnell kann fahren kann, wenn man nicht gerade wirklich richtig am Träumen ist? Oder ist vorne dort eine 50er-Zone gewesen? Eigentlich immer 50er-Zone. Jetzt ist mal über zwei Monate eine 30er-Zone oder über. Und dann bist du gerade am Anfang, wo es 30er-Zone wurde, ist 3 gefahren, oder? Also wenn das so einen Unterschied gibt, sagt es in jedem Jahr ja Merliland, bla bla, passiert eh nie. Sehe ich auch so. Ich denke nicht, dass das passieren wird. Aber verstünde meine Überlegung so, weil eigentlich ist es eine 50er-Zone. Ich habe die Tafel nicht gesehen, weil die am Rand steht. Und dann, ja. Ich will einfach froh, ist es nur ein Bus geworden und ist es nicht nur irgendwie über weiß ich nicht was gegangen, oder? Der Polizist hat mir gesagt, wenn ich es gerade zahle, dann dann gibt es auch keine Nachverfolgung, gerade nicht über Stadthalter, schlussendlich auch günstiger. Und es wird, und ja, eben, ich habe es gerade gezahlt, weil es bringt mir nichts, wenn ich sage, komm, schick mir Post, oder? Dann habe ich es gerade erledigt gehabt. Und von dem Thema finde ich einfach, würde ich es cool finden, wenn das Ganze ein bisschen gemildert wird. Also in der heutigen Zeit wird es garantiert nicht gemildert, da wird es eher härter gemacht. Eher härter als gemildert. Genau. Aber eben, das wäre eigentlich so ein bisschen mein Gedanke davon. Und wie soll ich sagen? Das war der eine Gedanke. Der zweite Gedanke war von mir, dass ich es cool finde, wenn mindestens 140 auf der Schweizer Autobahn dürfte gefahren werden. Also, ich meine, so das Maximum ist ja jetzt 120 allgemein, wenn es dann 140 wäre. Warum jetzt das? Ganz einfach. Die Autos werden immer moderner. Autos werden immer besser, aber die Geschwindigkeit ändert sich nicht. Du kannst sagen, ja, gut ändert sich nicht, weil dann nützt es ja nichts. Wenn du nachher 200 fahren darfst, wie im Deutschen, oder unbegrenzt fahren, dann würde es mehr Unfall geben, bla bla. Aber ich finde, man dürfte schon ein bisschen aussitzen, also auf 140, oder? Weil eben, wie gesagt, das ist jahrelang schon so und die Autos werden immer besser. Ja, das war mein Gedanke. Habt ihr übrigens gewusst, also ich weiß es nicht offiziell, das ist jetzt mein Gedanke, habt ihr gewusst, dass es immer mehr Verkehrsunfälle gibt, aber immer weniger Verkehrstote? Und wisst ihr auch warum? Weil die Autos immer sicherer werden. Das ist wieder das, was ich vorher gesagt habe. Das habe ich auch vom Blackout gehört, von einem der bekanntesten deutschen YouTuber. Habe ich von ihm gehört. Ziehen wir schnell durch. Genau, habe ich von einem von der bekanntesten deutschen YouTuber gehört. Und nein, also das ist einfach ein bisschen, also das Erste finde ich, wäre wirklich gut, weil es ist irgendwie nicht gerechtfertigt, es ist irgendwie nicht fair, wenn es dann auf einmal tiefere Geschwindigkeit, also ja eben, wenn es auf einmal 30er-Zone ist statt 50, oder? Da kannst du denken, wie schnell dass ich gefahren bin in der 30er-Zone, wenn es sonst immer 50 ist, also ich muss jetzt nichts dazu sagen. Aber ja, kann jeder sich selber denken. Genau. Schaut mal da, den Blitzer, der ist so und seht ihr den links da? Links der Blitzer. Ah, jetzt hat er gerade geblitzt. Habt ihr das gesehen? Jetzt hat es gerade geblitzt, aber nicht bei mir natürlich. Der ist so und. Ich glaube, das könnte sein, dass es immer der gleiche ist, wo überall da in der Nähe ist. Es gibt, manchmal ist es
Matale, wo die Schule ist. Dann ist ja das Dorf. Dann steht da das Alte, glaube ich, ja. Dann steht da das Trüliken. Dann steht da, wenn man richtig anfingen, also wenn man von anfingen her kommt, im Wald rein. Genau, das einmal, weil da das Graffiti drauf, wäre mal interessant zu sehen, ob das der gleiche ist. Nein, ich mache es jetzt immer so, wenn ich im Straßenverkehrsamt bin, am Üben, dass ich eigentlich habe ich das so gemacht, dass ich einmal anfahre, wenn es geklappt hat, bin ich etwas anderes geüben, weil es ja noch ganz andere Sachen gibt, die man muss können, um zu fahren. Aber ich muss jetzt schauen, dass ich die nächsten paar Mal, also ich kann jetzt genau noch heute, morgen und dann Montag und am Dienstag habe ich schon Prüfung, am Dienstag kann ich nicht mehr üben, also nur noch heute, Freitag und Montag kann ich noch üben, dass ich diesen Tag noch richtig üben jetzt und nicht nur, wenn ich es geschafft habe, ist gut, oder? Weil es kann auch gut Glück sein, oder? Auf die andere Seite finde ich, wenn du sagst, du einmal und ich muss es schaffen, kann es auch gut psychologisch oder ja, kann es gut sein im Kind, dass du es wirklich schaffst. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber wenn man sagt, komm, einmal, zack, das könnte ich eigentlich noch machen. Ich schaue mal, ob ich da irgendwo kehren kann. Ich fahre zum Straßenverkehrsamt und probiere das gerade nochmal, ob das funktioniert. Übrigens, voran ist auch in einem Straßenverkehrsamt umgefallen, beim Parkour. Ich habe nur auf einmal gehört, wie es so blechendes Geräusch war, wie halt der Tür umgefallen ist. Und dann habe ich zuerst nicht weiter überlegt. Und dann bin ich gerade vom Parkour dann sozusagen um das Dach zurückgefahren. Und dann sehe ich, wie einer am Boden liegt. Und das ist schon... Also ich meine... Ui, habt ihr gesehen gerade da? Wie soll ich sagen? Es ist schon krass, dass ich meine, ich weiß nicht, wie lange das bei dir noch für Prüfung hat. Bei mir wäre es recht übel, wenn das mir passieren würde. Aber ja, bei ihm weiß nicht. Wenn der jetzt das erste Mal auf dem TÜV ist oder so, kann das natürlich gut passieren. Also. Aber der Himmel sieht auch nicht mehr so sexy aus jetzt. Aber ich habe mir schon mal überlegt, wenn ich die TÜV-Prüfung habe, jetzt bin ich ja ständig vom TÜV, ständig im Straßenverkehrsamt und. Aber wenn ich die TÜV-Prüfung habe, dann wird es safe so sein, dass ich nicht mehr so viel auf dem TÜV bin. Also ich kann mir vor, also ich werde safe, wenn ich den TÜV habe, nur noch vielleicht 10% von dem, wo ich jetzt auf dem TÜV bin, sein. Weil jetzt fahre ich immer und ich fahre auch wenn ich nicht wirklich Bock habe. Oder? Also ich fahre jetzt sehr viel. Oder? Ich fahre immer. Und ich fahre auch wenn ich keinen Bock habe. Wenn ich extrem viel fahre und nachher, wenn ich wieder ins Fitness gehe, wenn ich mit dem Oldtimer und mit dem Roadster gefahren, dann würde ich ja, also nein, vielleicht 10%, ich weiß nicht, also es wird mal so sein, oder? Aber hat mich jetzt geblitzt? Nein, nicht, oder? Ah, kann ich dann auf die Kamera schauen, ob ich blitzt oder bin, wie schnell ich da gefahren bin.